Kette spannen. Dritte Video für heute. Kette spannen bei einem. Also so kommen die hier an. Bei einem Damensportrad. Eingang. Ganz simple Geschichte. Wir lösen diese Achsmutter. Erstmal nur diese auf dieser Seite tatsächlich. Ich setze den Schlüssel an. Aha. Und löse die Achsmutter. Oh, ich brauche einen Arm. Und wieder was erzählt. Das gibt's doch nicht, Mann. Das kann doch alles nicht wahr sein. Ey. Achsmutter lösen. So, ich drücke hier drüben gegen. Hier drüben drücke ich das Rad drüber. Schaut mal, was passiert mit der Kette. Rad drüber drücke. Zack. Kette straff. Dann halte ich das so und schraube die Achsmutter wieder fest. Unglaublich. Was so einfach ist das? Drücken. Wuppi, wuppi. Kette gespannt. So, ganz so einfach ist es denn doch nicht, weil natürlich ist das Rad jetzt schief drin. Ne? Das Laufrad ist jetzt schief drin. Hier mega Abstand. Da wenig Abstand, bis gar keiner. Dementsprechend lösen wir jetzt hier die Achsmutter und vermitteln. Ja, vermitteln. Diplomatie ist wichtig. Hier auf der Leiter oder auf der Leiter machen. Vermitteln kann man überall. Wir vermitteln mal von hier. Vermittelt euch Wissen. Lösen. Ausrichten. So, jetzt habe ich sie gelöst hier. Ja, hier, hier. Ist locker. Und jetzt kann ich hier hintergehen mit der Hand und das Rad in die Mitte ziehen. Zwingen. Fluchte von hier hinten, ob es mittig ist. Und dann ziehe ich fest. Und wenn die Kette zu fest sein sollte, dann mache ich ganz einfach. Ich kann ja testen. In der Position ist mittig, die Kette ist zu fest. Ich müsste auf der anderen Seite also noch ein Stück nach vorne. Also lasse ich es ein bisschen schräg. Stehen. Aber so, das ist halt Gefühlssache. Tastet man sich ran. Beim Zudrehen nicht übertreiben, hier. Weil diese Achsmuttern sind doch schnell durch. Das ist mir alles schön, ganz schön billiges Material. Das ist jetzt ein bisschen straff hier. Ne? Merkt man auch, knack, 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 knack. Also lösen wir jetzt wieder auf der Seite und stellen endgültig ein. Da ist er. Ja, das fühlt sich besser an. Ja. So kann man es lassen. Das ist natürlich für diesen billigen Freilaufkörper, Freilauf-Zahnkranz hier hinten, das ist immer noch, ja, also da kriegt man keine optimale Einstellung. Einmal hängt sie. Ja, und auch der Kettenblatt vorne ist verbogen. Das sind halt nicht die präzisesten Teile, die hier dran sind. Endmontage. Nochmal alle nachziehen. Eins, zwei. Ganz wichtig, schauen, ob die Bremse noch funktioniert und nirgendwo schleift. Einmal bremsen, nochmal andrehen, nochmal bremsen.
funktioniert. Fertig. Das war's für heute.